Guten Morgen Leute, ich bin hier auf der Bettgasse im Rot unterwegs und habe so meine Probleme mit der neuen Kamera. Ja, eigentlich wollte ich die Zahl 70 nochmal hochlaufen. Die ist meist von Locals frequentiert, kleine Läden, kleine Garküchen und am oberen Ende befindet sich der Morgenmarkt, aber unmöglich in die Zeit. Hier ist noch jede Menge Verkehr, also nicht optimal, aber mal testen, wie das Mikrofon funktioniert. Mit dem Ding habe ich schon meine Problemchen. Und wie kam es zur neuen Kamera? Meine kleine GoPro ist in die Jahre gekommen und der ein Ausschaltknopf funktioniert nicht mehr richtig und die schaltet sich manchmal automatisch ab. Dann muss ich das ganze Ding auseinandernehmen und bevor ich weiter filmen kann. Deshalb kaufte ich mir vorige Woche schon die DJ Osmo 4 Action. Gute Kamera, muss ich sagen. Wer mich länger kennt, weiß, dass ich mit der Technik so meine Probleme habe. Und deswegen stellte ich alles, oder das meiste, auf automatisch. Und Probleme habe ich eigentlich mit diesem Mikrofon einstellen. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe noch verschiedene Videos an. Und ja, die meisten haben sehr guten Sound mit dem externen Mikrofon. Die Einstellungen minus 6 dB oder plus 6 dB. Bei mir kommt da alles nur sehr dünn an. Und deswegen stellte ich das jetzt auf 18 dB hoch. Ist natürlich scheinbar nicht optimal. Bin mir da nicht sicher, kenne ich mit den Dingern wie gesagt nicht aus und teste hier gerade mal so rum. Und lasse mich überraschen, wie die Hintergrundgeräusche von Verkehr rausgefiltert werden. Es ist kurz nach 8 am Morgen, ich glaube erwähnte ich schon, und ein heftiger Verkehr überall. Kinder werden zur Schule gefahren. Ich spaziere mal hier ran. Dürfte etwas ruhiger sein. Und ja, wie gesagt, eine neue Kamera war mal fällig und bin auch sehr zufrieden mit den Aufnahmen, Videoaufnahmen. Wie gesagt, kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen dunkel rüber. Ich kann mich jetzt ja sehr selber hier in diesem Frontdisplay sehen. Und kriegt dann natürlich mit, wenn ich mal wieder Grimassen schneide und so weiter. Also jetzt ist der Verkehrslärm natürlich wesentlich ruhiger, gedämpfter. Hier alles natürlich auch typisches Thai-Viertel. Da hinten Hua Hin Hospital im Hintergrund. Und die Straße, die führt zur Kanalstraße hoch. Hätte Lust auf einen Kaffee, aber hier ist nichts zu kriegen und wollte auch eigentlich zum Friseur gehen. Ist ja wirklich mal wieder fällig. Aber da konnte ich auch mal wieder nirgendwo parken. Keine Lust, mich da ins Halteverbot zu stellen und so eine Kralle ans Rad zu bekommen. Das kann nämlich richtig teuer werden hier in Hua Hin. Ich lasse das jetzt einfach mal so durchlaufen. Normalerweise bestehen meine Videos ja aus diversen Schnipseln oder schnellen Schnitten. Aber heute mal einfach so ein bisschen spazieren. Bekomme ich auch wieder Schritte für mein Gehtraining zusammen. Hua Hin Hospital. Ich glaube, es hat Nebengebäude. Lässt sich schon jemand zur Arbeit fahren. Auch schön angelegt hier vor dem Haus. Gefällt mir gut. Oh, was ist das denn hier? Ein Café? Ja, Hotel.
denke ich mal. Also hier bin ich auch noch nie gewesen. Kennen längst noch nicht alles in Hua Hin. Gerade festgestellt, der Bildschirm schaltet sich nach einer Weile ab. Muss ich auch mal umstellen. Ich habe lieber, wenn ich sehe, wo ich hinlaufe. Ja Leute, das soll es zum... Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Keine Ahnung. Ich war gerade Bildschirm wieder ausgegangen. Oder wie auch immer. Naja, ich muss mich da doch nochmal intensiver mit beschäftigen, denke ich mal. So, das soll es für heute gewesen sein mit dem kleinen Test. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif. Und lasst es euch gut gehen. Da ist auch noch so ein Riesenkasten. Denke mal, Hotel oder Kondoanlage. So, genug gelabert für heute. Bis dann, Leute. Ich vergaß zu erwähnen, die Kamera kaufte ich bei Big Cam im Market Village. Sehr freundliche und hilfsbereite Leute da und eine gute Beratung. Ich war mindestens 5-6 Mal da und nervte die Jungs ab. Aber sie gaben mir immer wieder Tipps, wie ich die Kamera am besten bediene, weil ich ja teilweise in den Videos überhaupt nicht kapiert hatte. Also kann ich wirklich empfehlen, das Geschäft.